Ja, hallo Leute, hier ist Aurelicia. Ja, ich stehe gerade in Silverglade am Pferdemarkt und so voll war der Pferdemarkt eindeutig noch nie. Es gibt hier keine neuen besonderen Updates. Ich glaube, die Quests sind auch noch die gleichen wie sonst auch. Und ja, Reitklamotten gibt es hier auch jetzt keine neuen, aber hier stehen natürlich verdammt viele Pferde. Ich bin auch mal gespannt, ob die Pferde jetzt immer mitwandern werden. Oder ob die jetzt doch irgendwann wieder eine neue Heimat bekommen. Aber allein hier sehen wir jetzt schon mal, wie viele Pferde es in SSO eigentlich gibt und was für eine Auswahl wir haben. Das ist echt der Wahnsinn. Und ja, wenn ich den Text jetzt von jeder Pferderasse vorlese, dann sitzen wir hier noch in 30 Minuten oder so. Deswegen werde ich jetzt nur mit euch ein bisschen die Stärke durchgehen und den Preis durchgehen. Und ja, wir fangen jetzt einfach mal hier vorne an. Irgendwo müssen wir ja anfangen. Das ist ein Morgan. Der Morgan hat eine Stärke von 2, eine Disziplin von 2, Geschwindigkeit und Ausdauer von 0, wie wir es gewöhnt sind, und eine Agilität von 2. Ihr müsst nur Spieler Level 1 finden und er ist für 620 Starcoins schon erhältlich. Dann haben wir hier nochmal ein Morgan. Stärke plus 2, Disziplin plus 2, Geschwindigkeit, Ausdauer 0, Agilität plus 2, ihr müsst Spieler Level 1 und kostet 890. Also er ist schon mal einer der teureren Kategorien, sage ich mal. Dann haben wir hier mit einer Turnierzopfmähne einen Oldenburger. Stärke plus 2, Disziplin plus 2, Geschwindigkeit und Ausdauer 0 und Agilität plus 2. Ihr müsst nur Spieler Level 1 sein und er kostet 96 Starcoins. Dann haben wir hier einen KWPN. Ihr hattet mir mal geschrieben, was KWPN heißt, aber ich habe es wieder vergessen, um echt zu sein. Keine Ahnung mehr, sorry. Auf jeden Fall hat der KWPN eine Stärke von 3, eine Disziplin von 2, eine Geschwindigkeit und Ausdauer von 0, eine Agilität von 2, immer Spieler Level 1 und kostet 560 Starcoins. Also ist sehr günstig, sieht auch echt top aus, finde ich. Ja. Mehr ist zu ihm auch nicht zu sagen, glaube ich. Dann haben wir noch ein KPPN. Stärke plus 3, Disziplin plus 2, Geschwindigkeit und Ausdauer von 0 und eine Agilität von 2. Im Spiel Level 1 und er kostet nur 390 Starcoins. Also ich glaube, der hier ist einer der günstigsten Pferde, die wir überhaupt bekommen können. So, dann haben wir hier einen wunderschönen Overo. Eine Stärke von 2, hat eine Disziplin von 2, eine Geschwindigkeit und Ausdauer von 0 und eine Agilität von 2. Ihr müsst Spieler Level 1 sein und er kostet 790 Starcoins, aber ich finde, bei dem tollen Muster ist das voll in Ordnung. So, Entschuldigung, Annie, ich muss mal kurz weiter wandern in der Aufnahme. Ihr kennt ja, ich nehme das dann nicht gerne an und so weiter. Ich kann dann auch nicht während der Aufnahme mit euch plappern. Tut mir jetzt leid. So, hier haben wir ein englisches Feuerblut. Eine Stärke von 1, eine Disziplin von 2, eine Geschwindigkeit und Ausdauer von 0 und eine Agilität von 3. Das überrascht mich, das wusste ich nicht, dass das englische Feuerblut eine Agilität von 3 hat. Ich finde ja eher, die sollten da einen Pluspunkt auf die Geschwindigkeit bekommen von Anfang an, weil es ist ein englisches Feuerblut, ne? Rennpferde und so. Ihr müsst Spieler Level 1 sein, kostet 590 Starcoins, also ist sehr günstig. Dann haben wir hier noch ein dänisches Warmblut. Eine Stärke von 4. Wow. Oh, krass. Eine Disziplin von 1, eine Geschwindigkeit und Ausdauer von 0 und eine Agilität von 2. Ihr müsst Spiel Level 1 sein und er kostet 390 Star Coins. Also, wow. Eine Stärke plus 4. Ich glaube, das haben noch nicht mal die Tinker. Dann haben wir hier einen Oldenburger. Eine Stärke plus 2, eine Disziplin von 2. Geschwindigkeit und Ausdauer von 0. Agilität plus 2 immer Spieler Level 1 und 890 Starcoins. Also hier sind verdammt viele Pferde ab Spiel Level 1 verfügbar, wie ich das gerade sehe. Dann haben wir einen Yorkshire Pony. Alles plus 0, außer die Ausdauer, die ist plus 1. Spieler Level 1 müsst ihr sein, kostet nur 450 Starcoins. Oh, Mensch, hier sind echt verdammt viele Pferde, Leute. Sorry, wenn ich das jetzt gerade ein bisschen beschleunige, aber wir haben die ja schon eigentlich alle gesehen und ja. So, dann haben wir hier wieder ein Jorvik's Pony. Alles plus 0, außer die Ausdauer, die ist plus 1. Im Spieler Level 1, dann kostet 350 Star Coins, also eins der allerbilligsten Pferde, die wir kriegen.
Dann haben wir hier ein englisches Vollblut, eine Stärke von 1, eine Disziplin von 2, eine Geschwindigkeit und Ausdauer von 0 und eine Agilität von 3. Ihr müsst wieder Spieler Level 1 sein. Der kostet 390 Starcoins. Also den kann ich mir sogar bald leisten. Aber ich werde ihn mir nicht kaufen. So. Dann haben wir hier nochmal ein Achal-Tekina. Tekina. Tekina? Tekina steht hier. All gut. Eine Stärke plus 1, Disziplin plus 2, Geschwindigkeit und Ausdauer plus 0 und eine Agilität von 3. Also hat eine hohe Agilität. Immer Spieler Level 1 sein und kostet 890 Starcoins, also eins der teuersten Pferde überhaupt. Das Pferd suche ich sozusagen, also will ich gerne haben, nur nicht in diesem Spitzlook. Aber auch mit den schwarzen Fußfesseln und der schwarzen Mähne, nur nicht im Spitzlook. Das will ich haben. Das ist dann ein richtiger Bugskin und auch in dieser Form und nicht als Andalusia haben oder als jetzt. Das schwedische Kalbblut hat ja jetzt noch einen Zuwachs bekommen. Das sieht ja auch so aus. Aber das hätte ich gerne, aber das gibt es noch nicht. So, das ist ein Morab, der eine Stärke plus 3, eine Disziplin von 2, eine Geschwindigkeit und Ausdauer von 0 und eine Agilität von 2. Ihr müsst Spiele Level 1 sein und kostet 690 Starcoins. So, dann haben wir hier noch einen schönen Braun. Das ist auch ein Morab. Eine Stärke plus 3, eine Disziplin von 2, eine Geschwindigkeit und Ausdauer von 0 und eine Agilität von 2. Ihr müsst Spieler Level 1 sein und der kostet 590 Starcoins. Also eins der günstigeren Pferde, sag ich mal. Aber er ist auch auf jeden Fall sehr gut. Und ich finde ihn auch echt hübsch. So. Ach, guck mal, jetzt hier gerade ein Spieler dazwischen gequetscht. Ich habe schon gedacht, hä, stehen da auf einmal 4 Pferde zum Verkauf? Aber gut. Dann haben wir hier den Tobiano, den ich mir erst anschauen wollte, ich mir dann doch anders überlegt habe. Eine Stärke von 2, eine Disziplin von 2, eine Geschwindigkeit und Ausdauer von 0 und eine Agilität von 2 hat der hier. Ihr könnt ihn ab Spiel Level 1 kaufen und er kostet 790 Starcoins. Ich frage mich gerade, die sind ja alle ab Spiel Level 1, meine ich. Haben die hier alle runtergesetzt vom Level? Das weiß ich gerade gar nicht. So, hier haben wir das friesische Sportpferd, den hübschen. Eine Stärke von 3, eine Disziplin von 2, eine Geschwindigkeit und Ausdauer von 0 und eine Agilität von 2 hat er. Ihr müsst Spieler Level 8 sein. Ich glaube, das sage ich jetzt heute zum ersten Mal. Und kostet 890 Starcoins. Also den hier finde ich echt schick. Total genial finde ich das Pferd. Und dann kommen wir zum letzten Pferd, was hier immer mit auf dem Pferdemarkt ist. Der Westfale, er hat eine Stärke von 3, eine Disziplin von 2, eine Geschwindigkeit und Ausdauer von 0 und eine Agilität von 2. Ihr müsst Spiel Level 1 sein und er kostet 690 Starcoins. Ja, also verdammt viele Pferde stehen hier rum. Wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... 14, 15, 16, 17, 18 Pferde stehen hier, Leute. Also ihr könnt schön shoppen gehen. Und ja, ansonsten machen wir jetzt die Questreihe gerade nicht, weil ja, es wird dieselbe sein wie sonst auch. Und ich mache die später einmal. Ich habe jedoch nur begrenzt Zeit, dadurch, dass nächste Woche Mittwoch meine Ausbildung anfängt. Ich noch ziemlich im Stress bin, noch ein paar Sachen machen muss. Und ich hoffe, das zu entschuldigen. Ich hoffe, dass wenn das nächste Woche oder spätestens in 2 Wochen alles so seinen geregelten Ablauf hat, dass ich dann wieder die Videos besser bringen kann, aufnehmen kann und wieder pünktlicher und sowas. Und seid mir in der Zeit bitte nicht allzu böse. Ich habe halt jetzt auch mit meiner Ausbildung zu tun. Und ja, mit 21, ich bin ja 21 Jahre alt, das wissen ja einige, habe ich noch einige andere Verpflichtungen. Ich wohne nicht mehr bei meiner Mutti und ich muss noch viele Sachen machen. So, Wäsche kochen und so Sachen verwalten, die auf die man keine Lust hat, aber die man trotzdem machen muss. Und ja, ich wünsche euch jetzt erstmal noch einen wunderschönen Tag. Und ansonsten sehen wir uns in meinem nächsten Video. Bis dahin, eure Alicia.